Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. In diesem Video heute geht es um den sogenannten doppelten Grinnerknoten. Ich zeige dir heute, wie einfach dieser Knoten zu binden ist. Und er setzt voraus, dass du den einfachen Grinnerknoten binden kannst. Schau dir dazu einfach mal ein anderes Video an. Das habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt, dass du ganz einfach auf dieses Video kurz gehen kannst. Schau dir an, wie der einfache Grinnerknoten zu binden ist, und dann ist der doppelte Grinnerknoten ein Kinderspiel für dich. Der doppelte Grinnerknoten ist ein ganz toller Knoten, um zwei Schnüre miteinander zu verbinden. Gerade, und da setze ich ihn auch am meisten ein, gerade wenn es darum geht, eine geflochtene Schnur mit einer sehr, sehr dünnen Fluorcarbon-Schnur zum Beispiel zu verbinden, also sagen wir mal eine 0,12er geflochtene mit einer 0,22er, 0,25er Fluorcarbon-Schnur, dann sind meine anderen Schlagschnurknoten, die ich da gerne einsetze, also der Albright-Knoten oder der Main-Knoten, etwas weniger gut dafür geeignet. Da passiert es mir ziemlich oft, dass die Schnur durchrutscht, und da setze ich dann immer den doppelten Grinnerknoten ein. Er hat halt den einzigen Nachteil, in Anführungszeichen, dass er etwas dicker aufträgt als die anderen beiden Schlagschnurknoten. Also er ist weniger gut dafür geeignet, wenn der Knoten in die Ringe reingezogen wird. Da entsteht einfach ein bisschen mehr Reibung. Aber es ist ein ganz toller Knoten, den ich, wie gesagt, zum Barschangeln zum Beispiel, wo ich dieses feine Fluorcarbon-Material oft einsetze, verwende. Oder auch, wenn es darum geht, mein Vorfach direkt anzuknoten, beim Matchangeln, also beim Friedfischangeln mit der Pose, oder auch beim Grundangeln, wenn ich dort keinen Wirbel dazwischen schalte, dann setze ich ganz gerne den doppelten Grinnerknoten ein zum Anbinden meines Vorfachs. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und beim Nachbinden. Bis gleich. Zum Binden des doppelten Grinnerknotens benötigt ihr natürlich zunächst einmal die beiden Schnüre, die ihr miteinander verbinden wollt. Ihr zieht euch ungefähr so 15 bis 20 cm von beiden Schnüren auf beiden Seiten ab oder nach vorne und fixiert sie dann mit euren beiden Händen. Ihr legt dann die Schnüre parallel, dort wo ihr sie gegriffen habt. Greift dann, in meinem Fall mache ich das immer mit der linken Hand, greift dann so die beiden Schnüre, dass ihr sie fixiert. Und zu binden geht es dann im Prinzip zunächst mal mit einem einfachen Grinnerknoten los. Ihr schlagt also wie beim einfachen Grinnerknoten auch die Schnur zunächst mal so um, dass eine Schlaufe entsteht, und fädelt dann das freie Schnurende durch die entstandene Schlaufe. Ich muss hier kurz nachjustieren, den Fokus, sorry. So, in der Praxis mache ich das so 3 bis 7 Mal. Das kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie dick eure Schnur ist. Bei dicker Schnur nehme ich eher weniger Windungen, und bei dünner Schnur nehme ich entsprechend mehr Windungen. Da müsst ihr einfach in der Praxis mal gucken, wie viel Windungen ihr mit eurer Schnur braucht. Aber in der Regel so 3 Windungen bei 40er, 50er Schnur, also bei Schlagschnur oder Fluorcarbonmaterial zum Spinnfischen, und bei dünner geflochtener oder normal dicker Nylonschnur nehme ich so 5 bis 7 Wicklungen. So, dann wird dieser erste Grinnerknoten einfach zusammengezogen. Das war schon der erste Step. Und dann geht es, wie der Name schon andeutet, mit dem zweiten Grinnerknoten weiter. Der Knoten heißt ja doppelter Grinnerknoten. Ja. Einfach deshalb, weil wir zwei Grinnerknoten binden. Ich mache das in der Praxis immer so, dass ich dann mir komplett die Schnüre umlege. Und zwar so, dass die Schnur, die vor nach links gelaufen ist, jetzt nach rechts läuft. Da habe ich es ein bisschen einfacher, weil ich wieder mit meiner linken Hand die Schnüre greifen kann, fixieren kann, und kann dann mit der anderen Schnur weitermachen. Also wieder umschlagen und den zweiten Grinnerknoten binden, indem wir hier durch diese entstandene Schlaufe die Schnur ein paar Mal durchfädeln. So. Dann auch diesen Knoten festziehen, und jetzt empfehle ich eigentlich spätestens jetzt, die beiden Knoten zu befeuchten, sodass hier beim Zusammenziehen keine zu starke Reibungshitze, Reibungswärme entsteht, die mir meine Schnur, meine Nylonschnur, aber auch meine geflochtene Schnur beschädigen kann und somit dann der Knoten entsprechend weniger Tragkraft hat. Also befeuchten in der Praxis und dann an den entsprechenden Schnüren ziehen, an den beiden, und den Knoten zusammenziehen. So, ich zoome mal ein bisschen ran, dass ihr den Knoten etwas besser erkennen könnt. So, dann seht ihr also jetzt hier die beiden Grinnerknoten auf beiden Seiten jeweils
mit der entsprechenden Schnur auf der anderen Schnur gebunden. Und das ist ein richtig schöner, tragfähiger, sehr, sehr haltbarer Knoten, der perfekt dazu geeignet ist, zwei Schnüre miteinander zu verbinden. Ihr könnt die Enden dann entsprechend kürzen. Lasst immer ein bisschen überstehen, so mindestens mal einen halben, eher einen Zentimeter überstehen. Dann habt ihr dann noch ein bisschen Sicherheit mit eingebaut in den Knoten, was jetzt das Durchrutschen des Schnurendes betrifft. Und habt also einen sehr, sehr brauchbaren, haltbaren Knoten. In der Praxis setze ich ihn tatsächlich relativ oft ein, wenn es eben schnell gehen muss, wenn ich sehr, sehr schnell einen Knoten binden muss. Muss allerdings dazu sagen, dass ich gerade so beim Spinnfischen für mein Fluorcarbon-Vorfach dann doch eher den Main-Knoten oder Albright-Knoten binde, benutze und einfach bevorzuge, weil in meinen Augen oder weil beide alternative Knoten in meinen Augen ein bisschen schöner aussehen und auch ja, etwas sauberer, besser durch die Ringe flutschen, wenn ich denn diesen Knoten in die Spitzenringe einziehe. Wenn ich das nicht muss, also wenn ich entsprechend kurzes Vorfach habe, dann setze ich auch gerne hier den doppelten Grinnerknoten ein. Ihr seht, super einfach zu bindender Knoten und ja, sollte eigentlich in kein Knotenrepertoire fehlen, in meinen Augen. Schön, dass du noch dabei bist. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du hast gesehen, wie einfach zu binden der doppelte Grinnerknoten ist. Und mich würde freuen, wenn du diesen Knoten in deiner persönlichen Angelei irgendwo einsetzen kannst, sei es beim Kunstköderangeln auf Zander oder auf Barsch oder auch beim Matchfischen oder Friedfischangeln mit der Pose. Schnapp dir, wie du es im Video gesehen hast, zwei dickere Schnüre und versuch diesen Knoten einfach mal zu Hause ein paar Mal zu üben und nachzubinden und dann wirst du sehen, wie einfach zu binden dieser Knoten ist. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann ja, lass gerne ein Abo da, aktiviere dann bitte die Glocke, dann wirst du auch automatisch über jedes neue Video von mir informiert. Normalerweise bringe ich jede Woche Samstagabend ein neues Video raus. Ich sage Tschüss, ganz viel Spaß beim Angeln, viele dicke Fische und bis zum nächsten Mal.